Da bin ich schon wieder. Wunderschönen guten Abend euch allen da draußen. Es ist Freitagabend, es ist 10 Uhr und das ist natürlich Zeit, um einen Stream zu starten. Ich habe mich hier schon eingedeckt, ich habe mir mal wieder ein Bierchen geholt. Herrenhäuser. Nur das beste Pilz Deutschlands, würde ich behaupten. Ich habe schon sehr viele Pilze aus sehr vielen verschiedenen Regionen getrunken und pilztechnisch ist das Geilste. Es gibt natürlich andere Biere, helles, Edelbräu, ne? Alles nicht vergleichbar, alles anders. Muss man in der Stimmung für sein, aber pilztechnisch ist Herrenhäuser das absolut Beste, meiner Meinung nach. Ihr wisst, Leute, ne? Na gut. Genau, ich habe mich ja schon eingedeckt, ich habe hier was zu essen, ich habe was zu trinken. Und öffne jetzt mein Bier mit diesem Messer. Dieses Messer, kurz die Messer-Story, wollte ich schon lange mal erzählen, auch wenn sie eigentlich langweilig ist, ich habe keine Ahnung, hier steht irgendwas, man sieht aus wie das Bayer-Logo. Ich weiß nicht, ob Bayer auch jemals Messer hergestellt hat, aber dieses Messer steckte irgendwann mal, als ich als Teenie, ich glaube ich war 15, war ich mit ein paar Leuten unterwegs, so, ne, man hängt rum, Spielplatz zu Spielplatz, konsumiert Substanzen und ja. Und das steckte so in so einer Sandkiste. Kennt diese Kisten, die überall rumstehen für Streusand aus Holz, und das steckte da so drinne. Und wir haben es mit so einem Kollegen rausgezogen. Es war halt so. Und wir waren so, wieso geht das? Wieso kann man das nicht zusammen machen? Wir sind wirklich einen halben Tag irgendwie rumgerannt, haben das probiert zusammenzuklappen und irgendwann meinte der Kollege so, ey, guck mal, ich hab's rausgefunden. Habe ich mitgenommen. Habe ich irgendwann wiedergefunden vor kurzem. Ist, glaube ich, komplett stumpf, aber es reicht, um Pakete aufzuschneiden oder eben um Bier zu öffnen. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Bangerang Mann. Weil ich es kann. Weil ich es kann.